Oh boy. Aua. Auf den Boden, Kätzchen. Hoch. Okay, Spiel. Lade die Karte nach, während wir gerade mitten im Gefecht sind, das uns möglicherweise umbringen kann. Gar kein Problem. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja, natürlich. Danke, Spiel. Keine Munition mehr. Lauf, da hinten müsste die nächste Kanone sein. Jetzt haben wir ganz viele wütende Krabben. Wo haben wir deine Kanone hingeschossen? Alter! Das ist jetzt eine sehr unglückliche Situation. Das war ein Fehler. Zeit für Sprengbomben. So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da. Aber. Das ist nicht. Das ist sehr physisch, was der jetzt entgegenwirft. Komm schon. Die Hand ist ab. Au, Strom. Das ist wütender Strom. Wie machst du das? Genau, stimmt. Wir haben ja auch die Dinger hier. Wer ist das? Diese Waffe hat einfach so viel Feuerkraft, das ist bemerkenswert. Gut. Das ist dann am Ende doch ein bisschen eskaliert. Hat aber Material gekostet, was das Zeug halt, oder? Naja, so wird alles im Griff. Wenn es uns ausgehen sollte, müssen wir halt ein bisschen auf so ein Jagdgebiet gehen und die Sachen zusammensammeln. Das dürfte ja kein Problem sein. Wo wir schon von Jagdgebieten reden. Gehen wir direkt zum nächsten. So, reguläre Heiltränke können wir künftig ein bisschen benutzen. Ich hätte gerne ein paar Heilblumen hier in der Nähe. Ah, Heilblumen. Immer praktisch, dass sie dann wachsen und da wachsen, wo wir sie gebrauchen können. Ist das... Das müsste der letzte sein, oder?
Der letzte Jagdgrund. Dann können wir uns die besseren Logenwaffen kaufen. Guten Tag, wir speichern hier kurz. Was willst du von uns? Aren't you a little out of your way, Nora? Your sacred lands don't extend this far. I go where I like. What do you do here? I'm the keeper of these hunting grounds, which means, of course, that I'm the local representative of the Hunter's Lodge. To be more specific, I oversee the leverage trials here. Not that a vagabond Nora has any Was? Chance at passing them. Seilwerfer you heißt be das? Surprised. I doubt it. Also Seilwerfer nehme ich an. Was ist mit dir? So how did you wind up here? I didn't wind up here. It's an honor. I don't expect you to get it, but I'm well regarded at the Hunter's Lodge back in Meridian. So much so that they sent you out here to pitch your tent in the wilds? Are you going to take part in a trial or stand here prattling at me? Du hast eine Wette verloren, nicht wahr? Jägerloge, was ist damit? Tell me more about the Hunter's Lodge. It's a Karja tradition. Noble families have run the lodge for generations. We compete to hunt the most dangerous machines. You've already won 3 half-sons, so you're eligible to enter the lodge in Meridian. Hallo, Carter. But don't expect a warm welcome. It's a noble institution, not a drinking hole for savages. Hallo, Abyss. Was willst du? Bist gerade aufgewacht und willst... Ja, und ziehst auf meinen Schoß um, natürlich. Was für Prüfungen werden hier getan? Tell me about the trials. These hunting grounds offer the leverage trials. They focus on gaining an edge by oh. leveraging machines against each other. You might, for instance, take a weapon from one machine and use it on another. It's hard, but the firepower is often worth the risk. Zugestimmt, mein Freund. Da hatten wir Prüfung. Select a trial, and I'll tell you what to do. Okay. Verwüster will gegen Maschinenprüfung. For this trial, you must use the cannon on a Ravager's back to take down other machines. You can shoot the cannon off, or use that special spear of yours to take control of the Ravager and make it fight for you. Geh doch anders. Oh, and here's a special tip. Try using tear blast arrows on Ravager cannons. They'll knock them off in one hit. Bin in die Prüfung an. All right, let's see what you can do. So, also. Es gibt noch einen anderen Weg. Wo haben wir unseren... Da haben wir den. Damit können wir Leute theoretisch fern überbrücken. Da ist ein Donnerkiefer bei. Da hinten ist ein Verwüster. Schießt. Nein! Da ist die Kanone! Entschuldigt mich bitte! Was ihr hier tut, ist nicht sehr cool von euch. Wir gehen. Boah. Okay. Dann ruckelt das Spiel uns kurz mal fest, damit wir sterben. Danke. Sehr freundlich. Müssen wir es jetzt normal machen? Wir haben es nämlich gerade erfüllt. Prüfung ist abgeschlossen. Wir kriegen so unsere Schusswaffe zurück. Insofern von mir aus. Kein Problem von meiner Seite. I can't believe it. You've earned a blazing sun on the first try. Natürlich. Und das sogar ohne zu sterben. Verwüste Kontrolleprüfung. I know who you are, girl. The Nora who can control machines. So I've got a trial just for you. Miau. This trial requires you to override Ravagers and get them to fight against a Thunderjaw. But if you can't control Ravagers yet, you're not ready for it. Können wir nicht. I know who you are, girl. Okay, können wir noch nicht. But if you can't control... Oh, das ist gemein. Donnerkiefer gegen Verwüster?
Wir müssen Donnerkäfer dafür übernehmen, die Verwüster zu töten, nicht wahr? For this trial, you must use the Thunderjaw's cannon to destroy Ravagers. You can shoot the cannon off, or use that special spear of yours to take control of the Thunderjaw. Okay, das kriegen wir hin. Make it fight for you. Oh, and you may want to use tear blast arrows on the Thunderjaw's cannon. One hit will knock it right off. Okay, das kriegen wir hin. Good luck. You'll need it. Und zwar ziemlich einfach. Wir benutzen diese Pfeile hier. Die Verderbnispfeile. So, jetzt zerlege die. Who, me? Das funktioniert gar nicht. Okay, wir gehen zum Spielstand zurück. Ja, wir müssen dem Kollegen die Waffen abschießen. Der benutzt nämlich seinen Angriff nicht ausreichend gegen die feindlichen Maschinen. Okay, wir nehmen das kürzere Seil. Ich habe gerade ein Ausrufungszeichen gesehen. Erstmal daneben schießen. Das will einfach nicht abgehen. Wir werden gleich sterben. Okay, folgendes. Wir müssen die ein bisschen gegeneinander aufbringen, damit sie in der Lage sind. Aua. Aua. Alles mag uns gerade wirklich nicht. Nein, das funktioniert gerade nicht. Wir sind nicht bereit hierfür. Warum fokussiert ihr uns so? Wir können vom Spielstand neu starten. Die fokussen uns einfach komplett nieder. Die ignorieren uns. Okay. Alternative Idee. Anstatt dass wir den Donnerkiefer übernehmen wir die anderen beiden und übernehmen wir die Verwüster. Lass wir sie Verwüster korrumpieren und den Donnerkiefer angreifen. Na toll, das ist natürlich nirgendwo gegangen. Alter, das ist doch nicht...
Wie um alles in der Welt. Habe ich mir gedacht. Der Donnerkiefer benutzt die Fähigkeit nicht oft genug. Ich kann vom Spiel schon neu starten. Wobei der Spiel schon jetzt ist. Wir werden gerade gewissermaßen nur zurückgezogen. Nein, das ist der Händler. Jo. You failed the trial, but you can try again. Werde ich. For this trial, you must use. You can shoot the. Oh, and you may. Yeah. And so. Das Problem ist, die Waffen abzuschießen, das ist gar nicht so angenehm. Oder gar nicht so einfach. Der ist es ab. Jetzt müssten mich den ehrlich gesagt ein bisschen beschäftigen, damit er aufhört uns zu ärgern. Wo ist? Dahinter ist die Waffe. Hört auf mich zu gehen! Ihr habt ein ganz großes Vieh, das euch hasst. Nö, die gehen sofort auf uns. Alter. Ja, wie wollen wir das machen? Die Korruption hält nicht lang genug. Die Waffe ist noch dran. Ich dachte, die wäre schon ab. Wo kommst du plötzlich her? Wir starten vom Spiel schon neu, von hier aus, das wird gerade gar nichts. Diese Prüfung ist noch ein bisschen schwieriger als die Kastensache. Der hat wahrscheinlich die schwierigsten Prüfungen überhaupt. Okay. Die Aufnahme zu hetzen ist pures RNG. Und RNG ist nicht auf unserer Seite, wie wir festgestellt haben. Diese Pfeile sind halt sehr gut, um die Waffen abzuschießen. Wir brauchen die Waffen. Das Problem ist, dass alles auf uns hereingebrochen kommt, sobald es losgeht. Und die haben relativ viel Leben. Das wird jetzt gerade komisch. Ah, was erklärt das?
Nein, warum? Aua. So, die Verderberpfeile sind halt hilfreich, aber... Der will einfach nur uns. Die Maschine, die darauf ihn schießt, ist vollkommen egal. Warum? Warum gehst du auf uns? Von allen Sachen, die hier sind. Ja, jetzt können wir neu starten, den Punkt, wo wir sind. Der eine will wirklich nur uns, der ignoriert alles andere, das ist... nicht nett. Die Prüfungen sind auf dieser Schwierigkeit an diesem Punkt ein bisschen lästig. Gehst du weg, du nutzloses Katzenvieh! Ich werde dich zusammenschlagen! Wir können neu starten. Die Zeit ist abgelaufen. Und ich möchte die Ressourcen ungern loswerden. Okay, diese Prüfung. Die wird uns wehtun. Hier ist eine Quest in der Nähe. Einfach das Seil umgehen. Okay, jetzt müssen wir den hier auspacken. Ich war ausgewichen. Gut, ich war auch unter dir, aber... Der muss verdorben werden, ansonsten bringt er uns, will er uns nur umbringen. Das war daneben. Er ist wieder schlecht gelaunt. So. Aber wir erwischen niemanden mit dem Scheibenwerfer. Weil die einfach hinter uns her sind. Die Flashbang war jetzt auch nicht hilfreich. Oder? Nö. Da kriegen wir sofort die Schelle ab. Zeit ist um, wir können neu starten. Ich weiß nicht ganz genau, wie wir das machen wollen. Ich gebe zu, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen den Seilwerfer. Die Sprengschleuder könnte helfen. Okay, probieren wir dem Riesen-T-Rex mit der Sprengschleuder ein bisschen ins Gesicht zu schießen. So, ihr werdet korrumpiert. Direkt schon die nächsten drei bereit machen.
Aua, aua, nicht gut. Ja, da wurden wir einfach ermordet. Ich habe keine Ahnung, wo der Dritte hergekommen ist. Aber da sind die irgendwo stecken geblieben und wurden prompt zerlegt. Ich weiß nicht, ob der Salve von uns was bringen würde in diesem Kontext. Ich glaube, ein bisschen wird es auch ein bisschen an Glück liegen. Und Glück ist niemals auf unserer Seite, wie wir wissen. Katzen kommen. Okay. Die Scheibenwerfer sind ab. Natürlich! Entschuldige mich! Aus dem Weg! Jetzt brauchen wir Korrumpierung auf die, damit sie von uns ablassen und sie mit was. Erstmal daneben schießen. Ich will mich nicht umdrehen. Wenn ich mich umdrehe, weiß ich, was hinter uns steht. Und dann sterben wir. Jetzt sind Seilwerfer gut. Wir brauchen den Seilwerfer jetzt. Du Mistvieh! Hör auf, mich anzuschießen! Lass ab von mir! Lass ab von mir! Ich hab's nicht so gemeint! Da hinten ist die Schusswaffe. Alter, jetzt kriegen wir noch Flashbang ab von diesem verdammten Wächter. Nein, bitte nicht, das ist gerade so gut. Das ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit um gewesen, dann wurden wir plötzlich von allem zerschlagen. Okay, der Seilwerfer hat sich komplett nutzlos gemacht. Ich habe eine bessere Idee als ein Seilwerfer und das ist etwas, was wir bisher noch nicht benutzt haben. Eisdorn. Korruption brauchen wir. So, mit dem Eisdorn können wir den einfrieren. Das kostet unglaublich viel Zeug. Das geht schneller als die Sache und das kann hoffentlich ein bisschen helfen. Wir müssen die Waffen des Auer-Kollegen sofort losschießen. Am besten können wir ihn sogar erstmal im Voraus korrumpieren. Da kann er dem Schuss der anderen. Wirklich? Spiel? Können die sich Verwüster sich erstmal selbst schwächen, wenn sie sich mit den Wächtern befassen? Okay, das Spiel geht gerade einfach in die Knie. Ich glaube, es stürzt gleich ab. Okay, erster ist ab. Zweiter ist ab. Aua! Ab jetzt müssen wir den Eiswerfer benutzen. Oder den hier, der gerade so schön geschwächt ist. Nein! Können Sie kleinen Viecher weggehen? Wo ist die letzte Katze? Wir sind jetzt gerade gut dabei. Wo ist die zweite?
ist die zweite Waffe? Wir müssen vielleicht die erste benutzen. Ach, wenn der uns aus dem Weg gehen würde. Keine Munition mehr. Wo ist die zweite Waffe? Wo ist die hin? Ist die weg? Nee, wirklich, die ist weg. Da oben wäre sie gewesen. Oder ist sie noch? Lass mich schießen, lass mich schießen. Natürlich nicht. Wir waren so nah dran. Wir haben es fast... Es hat fast geklappt, aber dieses Mal hat es nicht geklappt. Weil die Waffe einfach irgendwo hingeflogen ist. Hätten wir die sofort gefunden, hätten wir den platt gekriegt. Aber nein, stattdessen wurde die irgendwo auf irgendeine Klippe geschleudert.